Hallo und willkommen bei Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Und ho, 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 frohe Weihnachten. Oh Gott. Ganz ist es noch nicht so weit, aber in den nächsten Tagen ist ja Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist auf jeden Fall im vollen Gange. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, schauen wir uns doch heute mal etwas Weihnachtliches an. Und zwar das Hillbilly. Das Hillbilly Christmas Special. Nein, das Hellboy Christmas Special ist mittlerweile eine kleine Rarität geworden, dieses Comic. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte in den Omnibus-Bänden gesammelt ist oder nicht. Hier haben wir mehrere Geschichten. Das ist praktisch so ein kleines Anthologie-Heftchen. Und wir schauen uns aber nur die erste Geschichte an. Die erste Geschichte heißt A Christmas Underground von Mike Mignola mit Farben von James Sinclair. Das Ganze spielt in England am Weihnachtsabend 1989, hier in diesem Schloss, würde ich mal sagen. Also schon prachtvolles Bauwerk. Und die Hausherrin liegt im Sterben. Der Arzt sagt, er kann nichts mehr für sie tun, sie hat zu viel Blut verloren. Und er würde ja über Nacht bleiben, aber... Und Hellboy sagt, ist schon okay, Doc. Vielen Dank, geh nach Hause. Und der Doktor sagt, er kommt dann am Morgen nochmal. Und sie verabschieden sich. Und dann ist hier noch so ein Pfarrer oder ein Priester. Und der sagt dann, der klärt Hellboy hier so ein bisschen auf und sagt, dass das Haus hier die ganze Zeit leer stand für mehrere Jahre, bis die Hausherrin hier eingezogen ist. Und das war ein schlimmer Tag. Und sie ist eingezogen mit ihrem Ehemann und Bruder und ihren drei Kindern. Auf diesem Bild sieht man die Familie und der Pfarrer sagt, die in der Mitte, das ist Annie. Und Hellboy sagt, oh, sie ist ein Cutie. Und wir werden hier so reingeworfen, diese Geschichte. Wir wissen eigentlich überhaupt gar nicht, was los ist. Und wer sind diese ganzen Leute? Was macht Hellboy da? Aber das weckt natürlich auch ein bisschen Neugierde und Spannung, dass man nicht genau weiß, was hier Sache ist. Ja, und der Fahrer sagt dann weiterhin, dass diese Annie, die war sehr kreativ und künstlerisch veranlagt und sie ist des Öfteren nachts auf dem Friedhof spazieren gegangen und auf dem Friedhof sieht man auch hier, gibt es Steine, die sind älter als jedes christliche Grab. Und es deutet ja schon wieder sowas Okkultes an. Irgendwas stimmt da nicht auf diesem Friedhof. Und eines Nachts vor 5 Jahren ist die Annie dann einfach verschwunden. Und seitdem ist Verdammnis über das Haus eingetroffen. Verdammnis. Eine nach dem anderen der Familie sind dann gestorben. Und der Priester sagt, er hätte irgendwas tun müssen. Irgendwas hätte er tun müssen. Und Hellboy sagt, ja, das hättest du. Und wir wissen immer noch nicht, was ist eigentlich los hier? Wovon reden die? Was hätte er denn tun sollen? Warum... Wir können nur davon ausgehen, dass irgendwelche dunklen Machenschaften hier im Spiel sind und der Priester nichts dagegen getan hat. Und dann sehen wir hier die Hausherrin, die hier im Sterben liegt und wahrscheinlich diese Nacht nicht überleben wird. Sie hat einen letzten Willen und zwar soll Hellboy diese Schatulle hier, soll die Tochter finden und ihr diese Schatulle hier geben. Und er willigt ein und ich muss vorab schon wieder sagen, ich meine, Mike Mignola natürlich großartiger Zeichner. Die Farben sind immer klasse, alles sehr reduziert, sowohl zeichnerisch als auch die Koloration, aber alles immer auf dem Punkt. Und auch das Layout, das Panel-Layout finde ich immer brillant. Ich glaube, genau dieser Snapshot, genau dieser Zeitpunkt in Mike Mignolas Karriere ist mein Lieblingsstyle. Weil davor hat er noch ein bisschen detaillierter und danach ist er noch reduzierter. Also später wird er mega reduziert, sodass Hellboys Gesicht wirklich nur noch eigentlich aus 4 Strichen besteht. Mm. Und ich glaube, das ist so meine Lieblingszeit von Mike Mignolas Zeichenstil her. Ja, man kann noch dazu sagen, das kam hier raus 97. Also so Mitte der 90er ist wohl auch meine Lieblingsperiode von Mignolas Artwork. Wobei ich das Alle Phasen sind natürlich gut. Ist jetzt nicht so, dass irgendwas davon schlecht ist, aber ja. Ja, und dann sagt die Frau kurz vor dem Sterben noch, du dachtest, ich würde dich nicht wiedererkennen. Und er dreht sich um und sagt, Madam. Und sie sagt, du bist doch Father Christmas.
Also, und dann sieht sie ihn so als Weihnachtsmann. Ja, er trifft sich noch, Hellboy trifft sich nochmal kurz mit diesem Pfarrer und gibt ihm einen Zettel und sagt, hier ist eine Liste von Dingen, die du machen musst, wenn sie stirbt. Und eine Telefonnummer, die du anrufen kannst, wenn ich nicht zurückkomme. Aber ich komme zurück. Und da merkt man auch schon wieder, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht, weil hier ist eine Liste von Dingen, die du machen musst, wenn sie stirbt. Ich meine, ja, okay, in der Realität wäre es auch so, dass man ein paar Sachen machen muss, wenn jemand bei einem zu Hause stirbt, aber es wirft schon ein paar Fragen auf. Also, als ich das erste Mal gelesen habe, ich so gedacht, ist sie irgendwie ein Vampir oder ein Werwolf oder irgendwie sowas? Mhm. Und ich meine, im Kontext von Hellboy ist das ja normal, also ja. Da erwartet man solche Sachen ja auch. Hellboy macht sich auf den Weg durch diesen Friedhof und sucht diese okkulten Steine, die älter sind als die christlichen Gräber. Und die sind auch schon so markiert mit diesen Spiralen, wie man es kennt aus dem Hellboy-Universum. Und obendrauf sitzt so eine Maus und die sagt, Achtung, beware. Und er zerschmettert diesen Stein und darunter offenbart sich dann ein Weg in den Untergrund. Und er geht dann darunter. Und ja, auch wieder vom Storytelling super, aber das ist dann so, er geht da runter und dann nochmal im letzten Panel noch Spannung aufgebaut. Ja. What the hell is this? So, dass du umblättern möchtest auf jeden Fall. Ich guck gerade mal, wie es auf der Seite davor ist. Naja, es wird immer so ein bisschen Spannung aufgebaut aus dem letzten Panel. Aber dann sieht er, dass da unten so ein ganzes Gebäude ist im Untergrund und über der Tür dieses Gebäudes ist so eine Büste und die sagt auch, beware, Achtung. Da drin trifft er dann auf diese Tochter, auf diese künstlerisch begabte Tochter und sie sagt, wer ist dieser mutige Fremde? Ist es Quixote? Ist es Lancelot? Oder Bergerac? Und Hellboy sagt, nein, es bin nur ich. Der trockene Humor von Hellboy ist auch immer herrlich. Ja. Vor allem, weil er ja selbst eigentlich einer der größten Helden ist, was er ja alles schon gemacht hat in seinem Leben, aber trotzdem diese Bescheidenheit. Und sie sagt, das macht nichts, du bist trotzdem willkommen. Bleibst du hier eine Weile? Und er, sicher. Bist du von weit weg gekommen? Nicht wirklich. Und dann sagt er, bist du hungrig? Wir werden hier gleich dinieren. Die anderen kommen auch gleich. Und er sagt, die anderen? Dann ja, der Prinz wird kommen. Und dann fragt er sie, bist du Anne Hatch? Und sie sagt, Anne? Meine Mutter nennt mich so. Ja, und dann erfahren wir von ihr, dass sie eines Tages da von zu Hause weggegangen ist und dann einen Pakt eingegangen hat mit einer mysteriösen, dunklen Gestalt. Und sich praktisch mit dieser Kreatur verlobt hat. Und seitdem gehört sie zu ihm. Und da ist sie auch glücklich. Und Hellboy fragt, was ist mit deiner Familie? Und sie sagt, wenn ich sie vermisse, dann besuche ich sie. Und einer nach dem anderen beschließen sie, mit mir zu leben. Nur Mutter fehlt noch. Aber ich denke, sie wird bald bei uns sein. Also wir verstehen schon, dass die, wenn die Charaktere sterben, dann kommen sie hier in diese Unterwelt. Und sie ist anscheinend schon tot und kann als Geist die anderen Familienmitglieder besuchen. Hellboy wird dann ernst, packt sie und sagt, nun hör mir zu, es ist Weihnachtsabend. Läuten da den Glocken, Weihnachtsabend, komm schon. Sie sagt, was? Nein. Deine Mutter hat mich geschickt, um dich zu finden. Sie wollte, dass ich dir das hier gebe. Und sie macht es dann auf und da drin ist so ein christliches Kreuz mit einer kleinen Jesus-Statue. Und die anderen Gäste im Hintergrund sehen schockiert auf dieses Kreuz. Und nachdem das Kreuz dann ausgepackt hat, erstrahlt sie dann und die ganzen anderen Gäste im Hintergrund zeigen dann ihr wahres Gesicht und das sind so untote Kreaturen. Das ist keine Hellboy-Story mit einem Jeez. Jeez oder Crap, das gehört immer dazu. Ja, und das Festmahl besteht auch aus Menschenkörperteilen und die Statue im Hintergrund. Vorher war das so ein kleiner Pan oder so und da ist es dann so ein kleiner Teufel. Ja, und der Hellboy boxt dann die ganzen Partygäste, enthauptet den hier mit seinem dicken Handschuh und ja, boxt den
boxt sich da weiter durch. Und dieser Kontrast auch, hier die Koloration finde ich sowieso mega. Aber dieser Kontrast dann zu diesen weißen Panels dann, zu diesen Farbpanels, mega cool. Und ja, solange sie das, sie hält halt dieses Kreuz in der Hand und verliert dann dadurch den Ring. Und der Ring verwandelt sich dann in so eine Echse, so ein Salamander oder sowas. Und Hellboy erblickt den dann und packt den. Und der speit Feuer und schleudert Hellboy zurück. Ja, der Priester ist währenddessen bei der sterbenden Frau und betet. Ich kann nicht so genau sagen, was dieser Text hier... Ich nehme mal an, das ist ein Gebet. Ja, und Hellboy kommt dann wieder zu sich, nachdem er da abgefackelt ist und ist dann einfach in so leeren Ruinen, steht er dann. Und man sieht, der Pfarrer hat hier so... hat sich aus einem Möbelstück hier so ein... so Pfahl. Ein Steak, ein Pfahl, genau. So ein Pfahl geschnitzt, also... höchstwahrscheinlich ist sie doch irgendwie ein Vampir. Wenn sie gestorben wäre, hätte sie vielleicht ein Vampir verwandelt. Und ja, dann taucht halt dieser mysteriöse Charakter auf, mit dem sich die Dame vermählt hat. Und mutiert dann halt zu einem großen Monster. Und Hellboy und er prügeln sich. Die Soundeffekte finde ich auch immer klasse in den Hellboy-Comics. Und so boom, 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 boom. Auch überhalb des... der Erde hört man den Knall der Fäuste von diesen zwei starken Charakteren. Naja, und die Erde spaltet sich dann hier auf an dem Friedhof. Und der Priester steht da oben. Und die Tochter besucht ihre Mutter als Gespenst nochmal ein letztes Mal. Das Monster krallt sich dann in Hellboys Brust. Und dann erklingt die Glocke zur Mitternacht. Zur Mitternachtsmesse. Es ist Heiligabend. Oder der Weihnachtsabend. Und Hellboy sagt, hörst du das? Kirchenglocken. Und er schreit, ja, nein. Dann ganz leise hört man in weiter Ferne. Bung, bung. Weihnachten. Die Kreatur zerfällt. Wird immer dürrer und zerfällt dann zu Skelett. Hellboy ist dann wieder oben und der Priester sagt ihm, Mrs. Hatch ist tot. Ich konnte aber die Dinge nicht tun, die du mir aufgetragen hast. Der hölzerne Pfahl und das Schneiden, es tut mir leid. Hellboy sagt, ja. Und was ist mit dem Feuer? Damit hatte ich nichts zu tun. Ich war bei ihr, bis der Boden angefangen hat zu wackeln. Und danach kam ich hierher. Und dann sagt Hellboy, ist schon in Ordnung. Das Feuer ist das Beste, was hier jetzt passieren könnte. Lass es brennen. Und der Pfarrer sagt, arme Frau. Ja, sie war eine nette Frau, nette alte Lady. Sie hat ihr kleines Mädchen gerettet und dachte, ich wäre Santa Claus. Also, frohe Weihnachten, Mrs. Hatch. Wo auch immer du bist. Ende. Mega cool. Ich meine, mir ist immer noch nicht so ganz klar, was abgeht. Ich bin auch nicht so ganz, ist auch nicht so ganz schlüssig für mich. Ich habe die Story zweimal gelesen, weil ich mir dachte, irgendwo müssen doch ein paar Anhaltspunkte sein, aber weißt du, wenn er jetzt ganz klar ein Vampir wäre, würde ich sagen, ah ja, okay, der lebt da unter diesem Schloss. Und hat sich an den, hat die Familie verspeist, praktisch einen nach dem anderen. Aber er ist halt irgendwie so eine komische Kreatur hier, so eine animalische, ich weiß es nicht, vielleicht ist er ja trotzdem ein Vampir. Aber es gibt halt keine so direkten Hinweise auf Vampire, keine spitzen Zähne und sowas. Aber mit dem Pfahl, das ist halt irgendwie doch schon ein eindeutiges Zeichen, oder? Ja, schwer zu sagen. Aber dann ist halt auch sowas mit dem Salamander. Weißt du, der Ring wird zu diesem Salamander, der Feuer speit und alles so komisches Zeug. Aber ich meine, das macht die Story nicht schlechter, weil ich meine, das ist halt okkultes Zeug, ist halt komisches Zeug. Man kann sich da nicht immer alles hundertprozentig erklären. Fakt ist aber, dass die Mutter mit ihrer letzten Tat ihre Tochter befreit hat. Sie hat ihr dieses Kreuz geschenkt und das Kreuz hat sie erlöst aus dieser dämonischen Welt. Und sie ist jetzt frei und ist nicht mehr in dieser Scheinwelt gefangen. Der Bezug zu Weihnachten
fühlt sich halt so ein bisschen dran getackert an. Ja, das Monster wird halt zerstört durch die Glocken, die den Weihnachtsabend einläuten. Mhm. Und ich meine, es geht ja darum, dass sie ein Geschenk kriegt, was ja Weihnachten ist. Mhm. Das ist halt so der Zusammenhang. Also ist schon vorhanden, der Zusammenhang. Ist schon cool alles, aber ja, was mich halt beim Lesen beim ersten Mal komplett verwirrt hat, ist, was hat er da jetzt eigentlich getötet und inwiefern hat dieses Wesen mit dieser Familie zu tun? Ja, aber trotzdem, im Ende finde ich es eine coole Story, weil der Priester konnte es halt nicht übers Herz bringen, sie zu fehlen und da ist halt ein Feuer ausgebrochen und sie ist halt verbrannt und hat sich die Sache von selbst erledigt. Ja. Und dann am Ende hier seine kleine Rede, die er hält, finde ich auch herrlich, weil es auch wieder so trocken ist. So. Sie hat ihr kleines Mädchen gerettet und dachte, ich bin der Weihnachtsmann, also frohe Weihnachten. Ja, ziemlich cool. Ist auch ein schneller Read, also hat man irgendwie in 10 Minuten gelesen. Mhm. Und das Artwork ist natürlich das Highlight. Dann ist hier nochmal diese Strange Story von Gary Gianni. Habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ist eher so eine, ist keine Geschichte, das ist eher so eine kleine Anekdote. Mhm. Und hier für mich ein ganz besonderes Highlight als Riesenfan von Jeff Darrow. Ist hier ein dicke Splash-Page, Doppel-Splash-Page, mit Weihnachtsthema von Jeff Darrow. Und hier ist auch Shaolin Cowboy schon mit dem Kettensägenstab, den er erst, 10 Jahre später wirklich benutzt in der zweiten Shaolin Cowboy-Serie. Da hinten ist das Schiff von Big Guy und Rusty. Und ich meine, ja, wie es bei Jeff Darrow immer so ist, diese Wimmelbilder, da kannst du 1000 verschiedene Sachen finden im Hintergrund. Hier diese komischen Goblins, die auf fliegenden Raketenschädeln reiten. Dieser riesige Weihnachtsgoblin, der tote, aufgehängte Leute an den Ärmeln hängen hat. Und da hinten Splatterfest hoch 1000 werden Leute zermetzelt. Wahnsinn. Unglaublich. Jeff Darrow, immer wieder ein Highlight. Aber eigentlich müsste dieses Bild hier irgendwie 4-mal so groß sein, damit man wirklich die ganzen Details sehen kann. Aber cool, dass das auch hier so in der Mitte ist. Also man könnte es theoretisch rausnehmen, weil auf der Seite, gut, auf der Seite ist eine Comic-Seite, ist ein bisschen blöd. Weil da auf die Seite könnte man noch verzichten. Aber ja, eine Comic-Seite rauszunehmen, ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Also da ist hier noch diese Story. Lass mich nochmal kurz gucken, wie heißt der Künstler? Steve Purcell. Und die Geschichte. Das ist das, ja. Corpus Monstrum. Corpus Monstrum, Gary Gianni. Ja, der hat auch das Cover gemacht. Sehr cool. Sieht aus wie so ein Etching. Ja, aber hat mit Hellboy nicht so direkt was zu tun, die beiden Stories. Also ich weiß nicht, ob das irgendwelche Nebencharaktere sind, aber Hellboy taucht hier nicht wirklich auf. Ja, und am Ende erwähnt hier Mike Mignola nochmal so die besten Weihnachts-Readings mit Weihnachtsgeistergeschichten. Natürlich Christmas Carol von Charles Dickens und noch ein paar andere Highlights. Finde ich ganz cool. Und noch hier ein Mignola Weihnachtsmann Hellboy, koloriert von Dave Stewart. Auch ziemlich cool. Ja, feine kleine Sache. Kann man sich an Weihnachtsabend, wenn die Glocken zu Mitternacht läuten, durchlesen und in Okkult-Weihnachtsstimmung kommen. Ich habe das damals gekauft, hauptsächlich weil Jeff Darrow auf dem Cover stand und ich habe mir erhofft, eine Jeff Darrow Hellboy Mini-Story zu finden. Das war hier leider nicht drin, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden mit diesem Heft. Sehr cool, sehr cool. Ja, Thomas, wir sind ja auch beide Comiczeichner. Was hast du aktuell so im Start? Mein aktuelles Projekt ist Gorehouse, absolut unweihnachtlich. Und Shaolin Grandmaster Killer, der hat immerhin einen weißen Bart, ein bisschen Nikolaus ähnlich. Aber trotzdem trotzdem beide sehr gut geeignet als Weihnachtsgeschenke für die Comic-Fans, befreundete Comic-Fans und Fans von Splatter und Kung-Fu und Action-Geschichten.
Aktuelle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage und auf meinem Instagram. Instagram ist thomas-sozalek, Homepage ist thomas-sozalek.com. Erwerben könnt ihr meine Comics im Comic Dojo Shop. Der Link zum Shop ist unter dem Video. Und Steve, wie sieht's bei dir aus? Gashapow Band 1 und 2 sind natürlich auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk, verfügbar in unserem Shop, und Leseproben dazu auf meiner Webseite stevesozalek.com oder meinem Instagram steve-sozalek. Dann wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Hoffentlich kriegt ihr schöne Geschenke, viel Comics vor allem. Ja, Kuss auf die Nasenspitze und bis bald. Bis zum nächsten Mal.